Schwimmende Blumeninsel im Atlantik. Diesen Namen trägt Madeira zu Recht. Denn durch das ganzjährig milde Klima ist Madeira wie keine zweite Insel mit einer verschwenderischen Vegetation und Blütenpracht gesegnet. Als Symbolblumen können zweifelsohne die Strelitzie und die Baumaloe gelten. Diese einmalige Vegetation ergibt sich aus der Lage im Einflussbereich des Golfstroms, der rund ums Jahr für ein ausgeglichenes Klima sorgt. Madeira ist wie die Nachbarinseln Azoren und Kanaren vulkanischen Ursprungs. Steile bis senkrechte Klippen lassen kaum Raum für Häfen oder Fischerorte. Oberhalb der Steilküste verflacht das Gelände. Hier, in einer Höhe zwischen 300 und 600 Metern, liegen die meisten Ortschaften, die jedoch durch tief eingeschnittene Canyons voneinander getrennt sind. Das Inselinnere hat Mittel- bis Hochgebirgscharakter und ist bis auf kleinere Hochplateaus unfruchtbar. Die meiste Zeit des Jahres sind die Gipfel wolkenverhangen. Funchal ist die Hauptstadt Madeiras. Vom einzigen Naturhafen der Insel aus reicht sie über sanfte Hänge bis zu einer Höhe von 1200 Metern. Im Zentrum der Stadt, unweit der Kathedrale, steht die Statue von João González Zarco, dem Entdecker von Madeira. Er war es auch, der 1421 die Stadt gründete. Die Kathedrale de Sé wurde zwischen 1493 und 1514 erbaut. Ihre Architektur ist eine Mischung aus südeuropäischer Gotik mit maurischen und manuelinischen Elementen. Reizvoller als das gotische Portal sind die verschnörkelten Pfeiler. Östlich der Kathedrale liegen die Markthallen Lavradores. Außen und innen am Haupteingang befinden sich an jeder Seite schöne Kachelbilder. Sie zeigen Szenen aus dem Landleben. Der Eingangsbereich gehört traditionell den Blumenverkäufern. Der Markt selbst ist wie ein Atrium gebaut, deren Arkaden in zwei Etagen einen freien, gepflasterten Platz umgeben. Das Erdgeschoss ist das Reich der Obstverkäufer. Das Denkmal von Heinrich dem Seefahrer erinnert an die von ihm initiierten Entdeckungsfahrten entlang der westafrikanischen Küste. Sie begründeten die portugiesische See- und Kolonialmacht. So wurde 1419 Madeira und 1427 die Azoren entdeckt und von Portugal kolonisiert. Heinrich selbst unternahm keine Entdeckungsreisen. Seinen Beinamen verdankte er allein seinem Einsatz als Förderer der Seefahrt. Anfang des 17. Jahrhunderts wurde ganz im Osten der Stadt das Fort São Tiago erbaut. Es diente zur Piratenabwehr und war Teil des Verteidigungssystems von Funchals. Trotz mehrerer Umbauten ist die ursprüngliche Konzeption des Gebäudes erhalten geblieben. Die Rua de Santa Maria ist die älteste Straße der Stadt. Hier, in Alt-Funchal, findet man noch die winzigen Wohnhäuser, in die inzwischen Restaurants, Kaffeehäuser, Kunsthandwerkgeschäfte und Boutiquen eingezogen sind. 1986 stellte man das Viertel Santa Maria unter Denkmalschutz und begann mit umfangreichen Renovierungsarbeiten. Die engen Gassen geben noch heute einen Eindruck von der Lebensweise der einfachen Leute bis ins 19. Jahrhundert. Zwar gab es schon im 17. Jahrhundert Pläne für einen botanischen Garten, aber erst 1960 entstand der heute über 35.000 Quadratmeter große Park, dessen erster Direktor Rui Vieira wurde. Dieser Jardim Botanico liegt an einem Südhang, 3 Kilometer nördlich des Zentrums von Funchal, auf einer Höhe zwischen 200 und 350 Metern. Seine Lage schafft ideale Bedingungen für ein üppiges Pflanzenwachstum und bietet viele verschiedene Mikroklimata, sodass Pflanzen aus ökologisch sehr unterschiedlichen Gegenden wie dem Himalaya, Sibirien oder Südamerika gedeihen.
Es gibt hier über 2000 verschiedene Pflanzenarten aus allen Erdteilen. Die Pflanzenwelt Madeiras ist mit mehr als 100 Arten vertreten. Cosa guarde da lontane, posto cor innamorata. Quana ti aspetta d'averti questa sera, costa luna china. Berühmt ist Madeira für seine Korbschlitten, auch Tobogan-Schlitten genannt. Dies ist eine Mischung aus Korbsofa und Wäschekorb auf Holzkufen. Die Korbschlitten werden von zwei in traditioneller weißer Tracht gekleideten Schlittenlenker mit Strohhüten gesteuert und durch Zurückhalten oder Querstellen gebremst. Die Fahrt hinunter nach Funchal ist etwas über 2 Kilometer lang und dauert rund 10 Minuten, wobei eine Maximalgeschwindigkeit von knapp 50 km/h erreicht werden kann. Fährt man von Funchal nach Westen, kommt man durch einige verträumte Fischerorte. Sie liegen auf kleinen Schuttkegeln, die die Bäche vor der Steilküste abgelagert haben. Faschas werden diese Schuttkegel genannt. Nur auf diesen Schuttkegeln war es möglich, nahe am Meer zu bauen. Einer dieser Orte ist Jardim Doma. Urlauber, die der Hektik Funchals entfliehen wollen, aber dennoch die Nähe zur Hauptstadt suchen, sollten sich hier einquartieren. Camara de Lobos gilt als der Fischerort auf Madeira schlechthin. Er erlangte Berühmtheit, weil der britische Premierminister Winston Churchill den Ort auf einem Gemälde verewigte. Camara de Lobos heißt Höhle der Mönchsrobben. Die Entdecker benannten das Dorf so wegen der vielen hier lebenden Robben. Einen besonders schönen Blick auf die Bucht hat man vom Pico da Torre aus. Madeira wird heute als Blumeninsel beworben. Aber weder die Strelitzien noch die Hortensien, die afrikanischen Liebesblumen, Kapplilien oder andere Arten mit großen attraktiven Blüten sind auf Madeira ursprünglich heimisch gewesen, sondern wurden von den Portugiesen und Engländern eingeführt. Abgesehen von den Faschas fällt die Küste Madeiras in steilen bis senkrechten Klippen direkt ins Meer ab. Bereits 20 Kilometer von der Küste entfernt ist das Meer 2000 Meter tief. So ist es nicht verwunderlich, dass in Madeira, unweit des Fischerortes Camara de Lobos, auch die höchste Steilklippe Europas liegt. Mit 580 Metern Höhe ist sie zugleich die zweithöchste Steilklippe der Welt. Ihr Name ist Cabo Girau, was Kap der Umkehr heißt. Am westlichsten Punkt Madeiras liegt der kleine Ort Ponta do Pargo. Durch die exponierte Lage ist die Gegend eher karg. Berühmt ist der Leuchtturm,
der 375 Meter über dem Meer liegt. Am Ufer sitzen Möwen und Sturmtaucher dicht an dicht. Am nordwestlichsten Punkt Madeiras liegt die Ortschaft Porto Muniz. Benannt wurde der Ort nach dem portugiesischen Adligen Francisco Muniz, der sich 1533 hier ansiedelte. Der kleine Hafen wird durch die vorgelagerte Felseninsel Ilhéu Mole geschützt, auf der sich ein Leuchtturm befindet. Die Hauptattraktion sind zweifellos die bizarren Lavafelsen aus Basalt, die einige vor der Brandung geschützte Naturschwimmbecken gebildet haben. Hier wird der vulkanische Ursprung Madeiras besonders deutlich. Diesen teilt er sich mit den benachbarten Inseln, den Azoren und den Kanaren. Ganz im Osten Madeiras liegt die Halbinsel Ponta de São Lourenço. Dieses Gebiet wurde 1982 mit dem Ziel der Erhaltung seiner Fauna, Flora und der geologischen Gegebenheiten zum Naturreservat erklärt. Die Südküste fällt eher sanft ins Meer ab, da sie weniger der Erosion ausgesetzt ist. Die Nordküste hingegen ist steil, weil gegen sie das raue Meer brandet. Madeira wird durch eine zentrale Gebirgskette in eine Süd- und in eine Nordhälfte geteilt. Sie bildet eine natürliche Barriere gegen die Nord- und Nordostwinde, sodass der Norden hohe Niederschlagsmengen erhält, während der Süden 6 Monate lang so gut wie trocken sein kann. Das Problem, die Wasservorräte des Nordens zum Süden zu bringen, wurde durch den Bau der Levadas gelöst. Die Levadas sind eine unglaubliche technische Meisterleistung. Sie führen das Wasser über Kanäle an den Berghängen entlang. Zwischen 800 und 5000 Kilometer sollen die Levadas lang sein, je nachdem, ob man die kleinen Verzweigungen, die jedes Feld erreichen, mitzählt oder nicht. Da das Wasser immer gleichmäßig fließen muss, müssen die Levadas ständig gewartet werden. Sie sind deshalb begehbar, entweder auf der Levada-Mauer oder auf einem Weg neben dem Kanal. Als Tourist kann man so ohne große Höhendifferenzen Madeira erwandern. Unter den Wanderungen im Inselinnern ist der Weg zu den 25 Quellen einer der schönsten. Auf dem Weg entlang der Levada läuft man durch eine immergrüne subtropische Vegetation aus Baumheide, Erika-Sträuchern, Lorbeerbäumen und Stechpalmen. Die Baumheide bildet ein nahezu geschlossenes Dach, das für andere Pflanzen nur wenig Licht lässt. Bedingt durch den Nebelniederschlag sind die Wälder sehr feucht. Hier bekommt man einen Eindruck von der Vegetation, die ursprünglich auf Madeira beheimatet war. Die 25 Quellen sind eigentlich ein Wasserfall, der sich aus 25 Quellen speisen soll.